Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video zeige ich euch 5 Ankaufbots auf Griefer Games, mit denen ihr richtig gut viel Geld machen könnt. Ich weiß nicht warum, aber die meisten befinden sich aus City Build 1. Ich habe jetzt mal 2 rausgesucht, wo ich sage, yo, die würde ich auf jeden Fall empfehlen. Einmal haben wir ganz offensichtlich, den kennen wahrscheinlich die meisten, und zwar Bot CB1. Hier haben wir auch über den Teleporter zum Beispiel Ankauf Admin Items. Und da sehen wir hier auch schon, wir zahlen hier Winter 3,5 Millionen, dann Herbstfarbe 10 Millionen und hier halt die ganzen Präfixe in den Showcases haben wir hier noch Wizard Skelettschild, Grundgestein, das sind aber jetzt so eher die kleineren Items. Die liegen natürlich immer unter dem Verkaufspreis, ist ja logisch, die wollen auch ein bisschen was verdienen. Aber wenn man eben keinen Käufer findet und es unbedingt loswerden will, dann hat man hier, denke ich mal, schon realistische Botpreise, muss man ehrlicherweise schon sagen. Ich sehe auch gerade, die verkaufen oder beziehungsweise tun auch Spawn-Eggs zum Ankauf anbieten. Auf dem Erz haben wir noch die normalen Ankauf-Items, also das, was man so alles farmen kann. Und das natürlich auch dann noch alles komprimiert. Das finde ich auch eine geile Sache. Das gibt es nämlich auch nicht überall. Die Liste, was man hier alles verkaufen kann, ist schon ziemlich lang. Aber ich würde sagen, wir gehen direkt zum nächsten Bot. Und zwar finde ich den auch schon richtig geil. Das ist auch einer meiner Favoriten. Hier haben wir nämlich den ADB-Bot. Und der ist auch schick gebaut. Und hier haben wir auch ein Spawner, der ist glaube ich nicht freigegeben. Nee, aber ist auch nie. Okay, ist eine Katze, okay. Aber hier haben wir auch gut zum Beispiel Admin-Items, Prefixe, Spawn-Eggs oder Orb-Sachen. Und das ist auch nämlich eine Sache, wo ich mir dachte, geil. Die tun hier sogar auch Lucky-Blöcke ankaufen. Und zwar, glaubt, das müssten sogar alle sein, die es überhaupt gibt. Manche werden nicht angekauft, manche schon. Müsst ihr halt schauen. Und dann sehen wir hier zum Beispiel bei den Bot-Sachen. Ankauf ist hier zum Beispiel nichts, aber dafür hier so ein Orbschwert wird für 150.000 angekauft oder eine große Orb-Axt für 65.000. Und laut Griefer-Wert liegt der maximale Preis für eine Orb-Axt, für eine große, bei 65.000, der Maximalpreis. Und deshalb würde ich auch das hier am meisten empfehlen, diese große Orb-Axt einfach hier zu verkaufen, weil der Preis ist einfach nur besseren Preis, kann man eigentlich nirgendwo gerade bekommen. Hier haben wir noch die Admin-Items und ja, hier gibt es eigentlich, hier kann man so gut wie alles verkaufen. Über Endstein, von Beacons, dann zu einem Endportalrahmen und die Clan-Tags an sich auch, aber aktuell nicht. Ihr seht schon, die Auswahl, was man hier alles verkaufen kann, ist einfach nur gigantisch. Zum Beispiel gefallene Blätter. Welcher Bot kauft das bitte an? Deshalb musste ich auch diesen Bot unbedingt in die Liste mit reinnehmen, weil ich habe auf Griefer Info jetzt die ganze Serie bis durchgeschaut und so eine riesige Auswahl von Admin-Items, Prefixen etc. habe ich halt nirgendwo anders gefunden. Aber hier würde ich auch aufpassen, zum Beispiel hier wird ein Doppelblauer für 2,1 Millionen angekauft. Beim Bot CB1 erhaltet ihr 100k weniger, deswegen würde ich auch die Preise hier etwas vergleichen. Aber ihr seht schon, also wenn man hier was nicht verkaufen kann, dann würde ich mich schon ziemlich wundern, vor allen Dingen Spawn-Eggs. Die sind am meisten, also die werden eigentlich alle angekauft, meine ich. Hier ist nirgendwo was nicht angekauft wird. Von daher ist das hier sogar mein Favorite Platz 1, was die ganzen Nicht-Standard-Items, Farm-Items etc. angeht, sondern alles, was so bisher in Admin-Items nach ist, ist das hier meine klare Platz Nummer 1. Den nächsten Bot haben wir auf CD Build 7 und zwar ist das der Werkzeug-Bot. Den fand ich nämlich auch ganz interessant und zwar haben wir hier rechts die ganzen Einkauf-Items und hier werden an sich auch nur komprimierte Items angekauft. Zum Beispiel Cobblestone, dreifach komprimiert für 2673 und wir wissen alle, Cobblestone zu farmen ist jetzt nicht wirklich die Welt. Da schaut man sich mal eine Cobblestone Farm an. Eine gute kann ich euch hier oben rechts auf dem i verlinken, habe ich auch schon ein Video zugemacht. Dort kriegt ihr auf jeden Fall Cobblestone ohne Ende, da kriegt ihr so ein Dreier Ding einfach ganz easy hin. Und 2600
Die nimmt eigentlich gern jeder mal mit. Sand gibt es natürlich hier auch alles. Potzoll, Mycelium, alles klar. Mütze, Emeralds gibt es hier auch. Aber ich würde wahrscheinlich hier Netherrack. Ja, okay, das wird sich wahrscheinlich eher nicht lohnen. Ich würde wahrscheinlich eher hier wirklich auf den Cobble gehen. Oder beziehungsweise Pack, obwohl Packeis. Naja, da muss man schon ziemlich viel Packeis machen, damit sich das auch wirklich lohnt. Also wahrscheinlich würde ich hier auf Cobble oder den Zweier Packeis gehen. Den nächsten Botshop, den ich gefunden habe, der ist auf CityBuild 11. Habe ich auch noch nie von gehört, aber bei PH Shophandel, das ist vor allen Dingen für die Leute, die Köpfe haben, umso interessanter. Herzlich willkommen beim Shophandel, dein Ankaufsbot für Köpfe und Materialien. Ich habe den eher rausgesucht wegen dem Kopfankauf und hier gibt es auf jeden Fall eine ordentliche Menge an Köpfe, die der Bot eben ankauft. Hier sehen wir etliche Köpfe, die werden zum Beispiel für je 1000 angekauft. Hier gibt es auch welche, zum Beispiel die Tonköpfe sind bei mir komischerweise ein bisschen verbuggt. Für 2000, die Bienen für 4000, Schachköpfe zum Beispiel nur zur Deko. Wir haben hier auf jeden Fall eine große Anzahl an Köpfen, die alle hier verkauft werden könnten. Also falls ihr sehr viele Köpfe habt, dann schaut auf jeden Fall hier auf CityBuild 11 beim Shophandel-Bot vorbei. Zum Beispiel Marienkäfer für 4000. Oder Lucky-Köpfe sollten auch einige haben, auch für 4000. Also hier kann man auch richtig gut Geld machen. Nächster CityBuild und zwar 16. Hier haben wir den Outbot. Wenn wir hier gerade ausgehen, haben wir hier die Treppe. Hier gehen wir einfach links vorbei und hier unten geht es auch zu den Ankauf-Items. Hier ist zum Beispiel der Bot. Das war natürlich wunderbar. Auf der anderen Seite haben wir hier die Ankauf-Items. Manche Items werden hier aktuell nicht angekauft. Hier wird zum Beispiel gerade Laub. Setzlinge werden auch immer angekauft. Beim anderen Bot mal mehr, mal weniger für gut Geld. Was ich bei dem Bot interessant finde, das Nether-Quarzerz, da bekommt man 20 Dollar mehr als beim Quarzblock. Meistens ist es nämlich so, dass der Quarzblock mehr wert ist. Aber hier hat man auch Enderportal-Rahmen, Dracheneier, Seelaternen, die ganzen Prismarin-Sachen, die man auch gut farmen kann und dann eben auch hier verkaufen kann. Das Ganze hier sind natürlich alle Stackpreise, wie bei jedem Bot. Das ist einer der unspektakulärsten, aber den kann man sich auf jeden Fall auch mal merken. Der letzte Bot für heute ist auf CityBuild 22. Bei Peer Woodbot CB22 haben wir hier eine Riesenauswahl, was der an- und verkauft. Hier haben wir nämlich alle Reihen voll mit den Verkauf-Items und immer, bei den meisten, nicht bei allen, haben wir hier vorne eben diese Spender und dort sehen wir die Ankaufspreise. Hier suchen wir nämlich einfach, wenn wir Holz kaufen oder verkaufen wollen, gehen wir hier rein, schauen Ankauf für 35 Stacks. Für 35 Dollar natürlich. Hier die Erze sind natürlich auch interessant, die man gut farmen kann durch die Cobble-Generatoren. Endertruhen, der stackt 1500 Dollar. Hier kann man auch bei manchen Dingen echt gut Kohle machen. Hier wird zum Beispiel Packeis, ich war bei CB16, hier wird der nämlich etwas teurer angekauft. Deshalb müsst ihr natürlich immer die Preise, eben, na gut, wer Melone für 2 Dollar hier jetzt verkaufen will, weiß ich nicht. Aber Seerosenblätter 300 der Stack, die sind eigentlich auch ganz einfach zu farmen. Man braucht halt nur eben das Biom. Auf jeden Fall sollte man immer die Preise vergleichen, denn bei manchen ist der Preis eben höher, was man eben bekommt. Hier ist zum Beispiel nur 180 statt 190. Falls ihr noch weitere Ankaufbots mit sehr guten Ankaufpreisen kennt, dann schreibt die auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann auf jeden Fall liken und kostenlos abonnieren. Jeden Dienstag um 17 Uhr gibt es hier ein brandneues Video. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao, Leute.